Ich war immer unruhig und hibbelig und hatte einen wahnsinnigen Druck, eine wahnsinnige Anspannung in mir und habe es irgendwie nicht hinbekommen, das zu lösen. Bis heute ist es manchmal so, aber ich weiß zumindest, woran es liegt und ich kann mich besser regulieren. Du erfährst in diesem Video, woran das liegt, dass du vielleicht auch immer eine Anspannung hast. Du kannst das merken hier im Oberkörper, im Muskelbereich. Du kannst auch merken, dass du irgendwie immer so einen sehr starken Bewegungsdrang hast. Du kannst es merken daran, dass du gedanklich nicht abschalten kannst, ja, dass dein Kopf immer rast, du irgendwelche Gedanken hast, dass du nicht einschlafen kannst. Ich denke mal, du wirst deine Unruhe merken, ansonsten hättest du nicht auf dieses Video geklickt. Nehme ich jetzt einfach mal ganz stark an. Und was viele dann versuchen, ist, weil Unruhe natürlich dazu führt, habe ich gerade gesagt, du kannst nicht abschalten. Du kannst nicht einfach mal entspannt irgendwo sitzen und genießen. Du kannst meistens auch nicht wirklich deine Erfolge genießen, sondern du musst immer weiter, immer mehr, immer machen, immer in Bewegung. Und es führt dazu, je nachdem, wie weit du schon fortgeschritten bist, dass du entweder irgendwann ausbrennst, dass du unglücklich bist, dass du möglicherweise Panikattacken entwickelst, dass du ja einfach in deinem Leben niemals irgendwie wirklich ankommst und dich angekommen fühlst, weil immer diese Unruhe da ist, entweder noch mehr zu tun oder auch ohne Ziel, einfach nur sich zu bewegen, das ist äußerst unangenehm. Und was viele dann versuchen und du vielleicht auch, ist okay, sie sagen, okay, Unruhe, gehen wir bei Google ein, was kann man da machen? Meditieren. So, und dann setzt du dich dahin und merkst, aber geht gar nicht, mein ganzer Kopf rast und es funktioniert nicht und ich kann mich auch nicht konzentrieren und fokussieren auf meine Atmung und oh, nee, geht nicht. Oder du liest irgendwas von Entspannungstechniken wie PMR oder Yoga oder autogenes Training und das mag an der einen oder anderen Stelle helfen, gar keine Frage. Auch wenn du lernst zu meditieren, was ich immer empfehlen würde, weil es wirklich ein gutes Tool ist, um irgendwann zur Ruhe zu finden, aber gleich dazu mehr, wird es trotzdem nicht dafür sorgen, dass du diese grundlegende Unruhe los wirst oder dass sie nicht immer wieder kommt. Weil, und das musste ich auch erfahren, ich habe irgendwann gecheckt, okay, Anspannung und Unruhe sind eigentlich nichts anderes, jetzt kommt's, als unterdrückte Emotionen. Wunderbar. Erster Schritt. Merk dir das. Wenn du angespannt bist, wenn du unruhig bist, ist da eigentlich in den meisten Fällen, auch wenn du dieses Gedankenkarussell hast, eine unterdrückte Emotion, die da ist. Die möchte raus, die möchte gesehen werden. Und dann ist es aber nochmal so, dass ich auch lernen musste, okay, ich muss ja erstmal irgendwie wahrnehmen, was da für eine Emotion ist. Was ist das eigentlich? Das ist gar nicht so leicht, wenn man ganz wenig emotionale Kompetenz hat, in Anführungszeichen, aber einfach nicht gelernt hat, mit Emotionen umzugehen, sie wahrzunehmen, sie zu fühlen, sie loszulassen und so weiter. Das war ein langer Weg. Und dann mal zu checken, okay, was ist das für eine Emotion und wo kommt die eigentlich her? Warum ist die da? Weil du wirst vielleicht auch feststellen, wenn du schon so weit bist, dass es Emotionen gibt, die sind, ich sag mal, angemessen zur aktuellen Situation, irgendwie jemand nimmt dir die Vorfahrt und du denkst so, Alter, so das wäre jetzt möglicherweise ein angenehme, weil Ungerechtigkeit und so weiter, dann kommt halt Ärger. Und du merkst aber auch, dass es Situationen gibt, wo du Emotionen hast, wo du denkst so, die sind irgendwie ein bisschen übertrieben, die sind zu stark, die halten zu lange an, die übermannen mich völlig, die kommen einfach irgendwie wie aus dem Nichts. So. Und wenn du ständige Unruhe hast, dann ist das ein ziemlich deutliches Anzeichen dafür, dass du Emotionen hast, die aus frühkindlichen Verletzungen, sprich Traumata, kommen. Achtung, Traumata, wie immer, einer der missverstandensten Begriffe überhaupt, sind einfach nur, je nach Stärke natürlich unterschiedlich, frühkindliche Verletzungen. Und die hat im Prinzip fast jeder. Jeder wurde mal zurückgewiesen. Jeder hat eine Art von, Elternteil gehabt, der möglicherweise auch mal nicht zugänglich war. Und je nachdem, wie intensiv das war oder aber auch wie langwierig, hat das eben bei uns etwas hinterlassen, eine Verletzung. Und diese Wunden sind noch da, weil das Kind, das kleine Kind muss das quasi einschließen, weil viele Eltern, gerade wenn du so in meinem Alter bist oder auch noch ein bisschen älter, die Eltern nicht wirklich mit ihren Emotionen umgehen konnten und dementsprechend auch mit den Emotionen ihres Kindes nicht umgehen konnten, waren halt Nachkriegsgenerationen. Und dadurch wurden die Emotionen, die das Kind damals hatte, nicht reguliert, nicht verarbeitet, sondern wurden unterdrückt. Und das kommt heute immer mal wieder hoch bei bestimmten Triggern. Das kann sein,
wenn du denkst, so, hey, das Christine, das kommt einfach von irgendwo her, dann ist es so, dass du irgendetwas gedacht, gefühlt, gesehen, gerochen hast und dann kommt diese Emotion hoch. Ja? Bei manchen ist es auch so, dass zum Beispiel einfach nur, letztens noch gehört, abends man emotional wird. Ist auch ein Trigger. Es kann die Dunkelheit sein, es kann irgendwie dieses Alleinsein sein, was auch immer. Und das muss ich erstmal unterscheiden lernen. Okay? Das sind irgendwie alte Verletzungen oder das sind akkurate, angemessene Emotionen gemäß der aktuellen Situation. Und dann war natürlich der dritte Schritt zu gucken, okay, was mache ich denn jetzt mit diesen alten Wunden? Wie verarbeite ich meine Traumata? Wie lerne ich mich nicht nur über Meditation und was ich gern gemacht habe, war auch Yoga und so weiter oder auch mal Sport, um sich kurzfristig irgendwie runterzubringen, sondern wie verarbeite ich die Traumata, dass ich nicht immer wieder wie so ein Hampelmann oder ein HB-Männchen irgendwie eine mega Unruhe habe. So. Und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Schritt. Da kann ich dir nur empfehlen, mach es nicht alleine, mach es mit jemandem zusammen. Denn das sind Dinge, die kann man nicht mal eben so erledigen. Und darüber sprechen hilft nicht. Ich habe auch hier mal ein Video gemacht zum Thema, warum viele Coachings und Therapien nicht helfen. Eben genau deshalb. Weil viele Probleme genau damit verbunden sind. Mit diesen Traumata. Und nochmal, wenn du jetzt denkst, so nein, ich bin nicht traumatisiert, also kannst du hier mal das Video anschauen, ob du traumatisiert bist. Da sind ein paar Symptome aufgezählt. Viele sind es. Sie wissen es nur nicht. Ich weiß keine Prozentzahl. Ich würde mal sagen 70-80%. So. Und deshalb kann ich nur sagen, dieser Weg, diese Emotionen wirklich auch mal zuzulassen, zu heilen, zu transformieren, ist unglaublich wertvoll, um ja, auch mal entspannen zu können, um nicht zum Sport zu rennen, um dich runterzubringen, um nicht immer in Aktion zu sein, um nicht immer irgendetwas zu tun haben zu müssen, um nicht die ganze Zeit so ein Gedankenchaos zu haben, um auch mal Meditation wirklich machen zu können und genießen zu können und wirklich lernen zu können. Ich kann dir sagen, ein Leben, wo du auch mal einfach entspannen kannst, ist einfach entspannter. Das Leben muss nicht so anstrengend sein. Es muss auch nicht so unruhig sein. Und ich hoffe, ich habe dir den Werdegang gut genug erklärt. Das erste ist Anspannung, meistens gleich unterdrückte Emotionen, erstmal erkennen, wahrnehmen. Welche Emotion ist das? Zweitens, Emotionen verstehen aktuell, angemessen oder traumatisch früher frühkindliche Verletzungen und dann eben frühkindliche Verletzungen erkennen und heilen. Und dann wirst du ruhiger werden. Und das ist ein Geschenk. Wie gesagt, ich habe das für mich so durchlaufen. Fertig bin ich nicht, das sage ich immer. Ich glaube, auch niemand ist irgendwie fertig, weil das ist ein Prozess, das ist normal. Aber es ist möglich. Und es braucht nicht ewig. Bei mir hat es ewig gebraucht, weil ich nicht das richtige Coaching hatte, nicht die richtige Begleitung hatte, nicht die richtige Therapie hatte. Und deshalb, wenn du möchtest, ich dir sympathisch bin und du denkst so, ja, das wäre was, das möchte ich gerne lösen. Du auch selbstständig Unternehmer bist. Perfekt. Dann trage ich unten ein für ein kostenloses Erstgespräch. Wir sprechen einfach mal, gucken, ob das ein Thema ist. Gucken uns an, was da bei dir los ist. Wenn nicht, auch gar kein Problem. Dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Video. Und lass bitte ein Like da, wenn das Video gefallen hat. Leite es an Menschen weiter, wo du meinst, okay, die sind richtig, richtig unruhig und hibbelig. Und du hast das Gefühl, oh, die können gar nicht abschalten, sind immer super hektisch. Das könnte denen ziemlich gut helfen. So, an der Stelle ein wunderschönes Wochenende weiterhin oder einen wunderschönen Tag und wir sehen uns bis dann.